Sizasport TV. Eure Stars hautnah. Wird Ihnen präsentiert von folgenden Partnern. Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Sizasport TV. Wir waren heute an diesem Dienstagabend zu Gast beim Nachtragsspiel der zweiten Runde in der Regionalliga Salzburg. Und zwar traf der SAK 1914 zu Hause auf den TSV St. Johann. Wir haben jetzt für euch die Highlights des Spiels und danach wie immer die Stimmen zum Spiel. Viel Spaß! Sizasport TV. Eure Stars hautnah. Wir waren zu Gast an diesem Dienstagabend beim Nachtragsspiel der zweiten Runde in der Regionalliga Salzburg. Und zwar traf der SAK 1914 zu Hause auf das Team der Stunde in der Regionalliga, auf den Tabellenführer, auf den TSV St. Johann. Für den SAK läuft die bisherige Saison ja alles andere als nach Plan. Heute sollten unbedingt die drei Punkte wieder einmal in Nonntal bleiben. Und genauso startete auch der SAK in dieses Spiel. Man versuchte sofort, die Bongauer hier unter Druck zu setzen. In der sechsten Spielminute dann der erste Freistoß für den SAK. Aber Manuel Wallinger im Tor der St. Johann hat mit diesem Freistoß noch weniger Probleme. Zwei Minuten später ist es dann Nika über die linke Seite. Toller Schuss und wieder Wallinger, der diesen Ball hier hält. Toller Abschluss von Petrit Nika. In der 10. Minute kommen dann auch mal die Bongauer. Hier wird Elmer auf die Reise geschickt und plötzlich ist er alleine vor Walland. Aber ihm verspringt der Ball und somit bleibt es hier beim 0:0. Wir gehen in die 23. Minute. Es kommen wieder die St. Johanner hier über die linke Seite. Ball zur Mitte und hier ist der Oberkofler. Aber er bringt den Fuß nicht richtig hinter den Ball und somit kein Problem für Walland. Ja, dann 39. Minute, Schrecksekunde für den TSV St. Johann. Hier muss Sandro Djuric verletzt vom Platz, sieht nach einer Muskelverletzung aus. Ja, das war's auch dann schon mit dem ersten Durchgang hier in Nonntal, 0:0. Wir gehen jetzt rein in den zweiten Durchgang. Hier ein langer Ball von Kappacher und da kommt Walland und er bringt Oberkofler zu Fall und somit gibt's Elfmeter für den TSV St. Johann in der 51. Spielminute und das ist eine Angelegenheit für Florian Elmer und er macht das 1:0 in der 51. Minute, bringt er die Bongauer hier in Nonntal in Führung. Aber es ist toll zu sehen, wie sich die Jungs von Roman Wallner hier nicht aufgeben und sie investieren jetzt auch noch mehr in dieses Spiel und versuchen hier relativ schnell zum Ausgleich zu kommen. Hier ist Trukulia und hier ist Nika und der Ball geht an den Pfosten. Und natürlich, wenn man schon mal im Tabellenkeller hängt, dann gehen solche Bälle auch nicht ins Tor. Dann in der 62. Minute eine dubiose Szene. Hier eine Flanke, dann Wallinger fängt diesen Ball und dann weiß er nicht genau, ist hier Foul, Out, Abstoß, legt den Ball am Boden und glaubt ihn wieder auf und somit besagt die Regel, indirekter Freistoß natürlich für den SAK 1914. Und das ist jetzt die Riesenmöglichkeit für die Nonntaler, den Ausgleich zu erzielen. Aber die St. Johanner haben den Bus im Tor geparkt. Und hier ist Nika und der Ball wird geblockt und Reischl mit dem Schuss. Aber der Ball geht neben das Tor. Es bleibt also beim 1:0 für die St. Johanner. Hier sehen wir nochmal Nika. Aber eine Menschenmauer im Tor der St. Johanna verhindert hier Schlimmeres. Ja, beim SAK kommt einfach oft der letzte Pass nicht an. Und anders ist es dann im Gegenzug, denn hier kommt Stefan Sendelhofer und er macht das 2:0 für die Bongauer. Das 2:0 in der 70. Spielminute, quasi mit der zweiten Möglichkeit im zweiten Durchgang, bringt er seine Mannschaft mit zwei Toren in Front. Ja, dann kommen aber auch nochmal die Nonntaler. Und zwar hier über Hölzl, über die linke Seite. Er will den Ball zur Mitte spielen und da ist es Philipp Volk, der den Ball abfälscht und den Ball ins eigene Netz befördert. Also, plötzlich steht es wieder 2:1, 78. Minute. Und der SAK drängt dann auch weiter auf den Ausgleich. Hier wieder in weiterer Folge ein Freistoß. Allerdings können die St. Johanner diesen Ball verteidigen. In der 87. Minute kommen dann nochmal die St. Johanner hier nicht geschickt verteidigt, der Nonntaler. Und da ist es Yasin Yurtas mit der Entscheidung. Er erzielt das 3:1 für den TSV
St. Johann. Ja, und die Bongau halten jetzt nach 9 Spielen bei 22 Punkten und stehen auf Platz 1 in der Regionalliga Salzburg. Und ja, Roman Wallner kann eigentlich seinen Jungs vom SAK nicht viel vorwerfen. Man ist viel gelaufen, man hat viel investiert. Und ja, irgendwann kommt bestimmt das Spielglück auch wieder einmal nach Nonntal zurück. Wir haben jetzt für euch die Stimmen zum Spiel. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. Jetzt bei uns der Kapitän des SAK 1914, Daniel Reischl. Daniel, heute leider wieder aus eurer Sicht eine 1:3 Niederlage gegen St. Johann. Kann man sie, wenn man sie was angreifen kann, heute der einzige Unterschied, dass sie 3 Tore gemacht hat, sind ihr noch eins? Ja, das kann man natürlich so sagen. In Wahrheit ist es ist das, was zählt im Fußball, gell? Dass man mehr Tore schießt wie der Gegner. Ist natürlich ärgerlich, weil gefühlt war mehr drin gewesen heute. Ich finde, dass wir die aktivere Mannschaft waren. Und stehst am Ende wieder mit 0 Punkten da, aber es ist Fußball und ich bin optimistisch, dass wir da auch wieder rauskommen aus der Situation. Ja. Jetzt ist ja so, man hat ja jetzt quasi heute die Nachtragpartie gehabt gegen den Ersten, jetzt trifft man am Wochenende gegen Austria Salzburg, da in Nonntal. Was erwartest du da für ein Spiel oder besser gesagt, kann man das Spiel jetzt nur mitnehmen und dann vielleicht abhaken und sagen, okay, in der zweiten Hälfte der Hinrunde starten wir nochmal neu durch? Ja, ich würde sogar sagen, dass man nach dem Spiel schon abhaken. Wir schauen immer aufs nächste Spiel und ich glaube, dass wir auch schon Schritte nach vorne machen. In erster Linie freue ich mich irrsinnig auf das Stadtderby jetzt am Wochenende. Wird sicher eine coole Stimmung da in dem Setting im Stadion. Vom Gastteam her sicher coole Fans, die dabei sind und wir freuen uns drauf und ja, das ist ja das Einzige, was wir machen können, dass wir jetzt positiv von Spiel zu Spiel denken. Gell? Gegen Austria Salzburg habt ihr das erste Spiel 3:0 verloren. Was erwartest du jetzt für ein Spiel? Wie erwartest du Austria Salzburg? Ja, Austria ist sicher eine sehr, sehr gute Mannschaft, die ihre Qualitäten hat. Hier erwartet man ein spannendes Spiel, in dem wir auch mithalten können. Ich glaube, wenn man den Verlauf der Meisterschaft so ein bisschen anschaut, ist es jetzt selten so gewesen, dass wir komplett untergangen wären, ausgenommen Etzikirchen, da haben wir wirklich die Anfangsphase total verschlafen. Ansonsten haben wir schon auch gesehen, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können, dass die Liga ausgeglichen ist, zumindest Großteil der Spielphasen können wir ausgeglichen gestalten und das hoffen wir natürlich, dass wir am Samstag so machen können. Daniel, herzlichen Dank, dass du dir nur die Zeit genommen hast und da bei uns zu Gast warst. Wir haben jetzt dann gleich noch Philipp Volk vom TSV St. Johann bei uns zu Gast. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, jetzt bei uns die Nummer 5 des TSV St. Johann, Philipp Volk. Philipp, heute wieder ein 3:1 Erfolg hier beim SAK in Nonntal. Was hat für dich heute den Unterschied ausgemacht? Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass der SAK meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr vom Spiel gehabt hat, aber die zwingenderen Chancen haben wir gehabt. Und im Endeffekt sind wir einfach eine geile Truppe und eine Einheit und ich glaube, dass das ausschlaggebend heute war. Ist es einfach auch so, wenn man vorne dabei ist oder es steht ja ganz auf der Tabellenspitze und dann gewinnt man einfach solche Spiele? Ja, ist wahrscheinlich schon so. Also wenn du in einem gewissen Flow bist, dann läuft es halt einfach so. Also so, wie man so schön sagt, wenn es läuft, dann läuft es. Und dann gewinnst du halt auch mal Spiele, die du vielleicht jetzt nicht unbedingt gewinnst oder gewinnen müsstest. Und ja, vor der Saison haben wir uns persönlich eigentlich in der Mannschaft das Ziel Top 4 ausgegeben. Dass halt momentan der erste Platz ist, ist ja umso schöner eigentlich, also drauf gehabt. Jetzt ist ja so, jetzt geht es in die Rückrunde vom Herbst quasi. Erstes Spiel habt ihr gehabt gegen Pinzgau, da habt ihr gewonnen. Jetzt geht es nach Pinzgau. Was erwartest du dort für ein Spiel? Ja, auf jeden Fall eine heiße Partie. Also wird sehr schwierig werden. Wir werden alles einhauen müssen und ja, wir werden alles versuchen, dass wir da mindestens einen Punkt mitholen. Ich weiß ja nicht, wann wir uns das nächste Mal sehen. Lass uns noch ganz kurz jetzt über das ÖFB-Cup-Spiel reden. Das steht ja jetzt auch noch bevor. Fahrt man da jetzt dann mit einer breiten Brust nach Klagenfurt? Ja, also zuerst muss ich dich korrigieren, weil wir spielen ja daheim. Und ja, im Cup ist alles möglich. Cup hat seine eigenen Gesetze. Wir werden jetzt dann mit breiter Brust natürlich auftreten, auch wenn es noch gut 15 Tage hin sind zum Spiel. Aber ja, momentan haben wir eine sehr breite Brust und wie gesagt, im Cup ist alles möglich. Also zutrauen, da haben wir uns auf jeden Fall eine Menge. So, das war's jetzt hier aus Nonntal. Wir verabschieden uns. 3:1 gewinnt hier der TSV St. Johann. Wir wünschen euch alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.